Alex Frey hat sich weiter auf den Fußball konzentriert. Mit Erfolg. In Frankreich ist er einer der erfolgreichsten Torschützen, ein Superstar. Das lässt ihn triumphieren, denn als Alex Frey vor 1,5 Jahren bei Stade Rennes in der Bretagne zu kicken begann, wurde er als der Petit Suisse, als der kleine Schweizer belächelt. Mittlerweile wird Frey verehrt, Adrian Arnold berichtet. Vergangenen Samstag in Rennes. Ein Schweizer macht die Bretonen glücklich. Alex Frey trifft gegen Bordeaux zwar für einmal nicht selbst ins Tor, bei seinem Sturmlauf holt er aber den spielentscheidenden Elfmeter für Stade Rennes heraus. Le Petit Suisse, der kleine Schweizer, wie sie ihn nennen, ist in Frankreich ein ganz großer. Frey liegt in der französischen Torschützenliste mit 9 Toren auf dem 2. Platz. Wo er sich in Rennes zeigt, er wird erkannt und angesprochen. Vielmals, wenn man so in ein Restaurant kommt und einem der Chef begrüßt, einem der Chef fragt, wie es geht und Glückwünsche anbringt, dass du ein Goal geschossen hast. Dann auch Sachen, die gerade so da wie im Kiosk, wenn ich eine gewisse Heftchen will bestellen, sei es vom Deutschen oder so, dann erfüllt man mir den Wunsch. Ich bin nicht von hier, sondern aus Paris. Alex Frey ist der beste ausländische Spieler der französischen Liga. Das muss ich eingestehen, auch wenn ich nicht aus dieser Stadt komme. Ich freue mich, ihn hier in Rennes jetzt sogar einmal persönlich treffen zu können. Zu Beginn lief gar nichts mit ihm. Das machte uns hier im Quartier richtig traurig. Als er aber dann endlich seine Chance erhielt, hat er sie gepackt. Wir sind glücklich für ihn. Der Beginn, das war im Sommer 2003. Frey wechselt für 3,5 Millionen Franken von Servette Genf in die Bretagne nach Rennes. Der große Traum aber wird zunächst zum Albtraum. Freys Platz ist die Ersatzbank. In Frankreich wird der Schweizer als Fehleinkauf verschrien. Ich habe mir einfach immer gesagt, auch in den Momenten, wo nicht einfach waren, habe ich mir einfach immer gesagt, jetzt bist du so nah dran, wirklich am ganz grossen Fußball. Also setz dich durch, gib nicht auf. Frey biss sich durch. Nach einem halben Jahr Anpassungszeit schoss er endlich Tore. Zuerst als Einwechselspieler und schließlich als Stammspieler. So viele, dass er trotz zahlreichen verpassten Spielen in der letzten Saison mit 22 Treffern zweitbester Torschütze in Frankreich wurde. Und auch in diesem Jahr trifft Frey am Laufmeter. Le Petit Suisse ist in Rennes vom Ersatzspieler zum Star geworden. Sehr zur Freude des Managers von Stade Rennes. Freys Marktwert hat sich innerhalb von einem Jahr auf rund 7 Millionen Franken verdoppelt. Wir wollen Alex Frey unbedingt behalten. Ich hoffe, er wird mit Stade Rennes Torschützenkönig. Das ist durchaus möglich. Sein Marktwert würde sich dann noch einmal vervielfachen. Frey ist bei der französischen Sportpresse heiß begehrt. Gerüchte über ausländische Großclubs, die Frey verpflichten wollen, gehören in Frankreich zur Tagesordnung. Der rumänische Trainer Laszlo Bölöni will Frey unbedingt halten. Er hegt und pflegt seinen Stürmerstar wie seinen Sohn. Der einzige Spieler, der ihn duzen darf, ist Alex Frey. Man darf einem richtigen Goalgetter nicht allzu viel Druck aufsetzen. Alex muss weiter an sich arbeiten. Er muss sein Spiel noch verbessern, um seine Effizienz weiter zu steigern. Dann stehen ihm alle Türen offen. Frey fühlt sich heute richtig wohl in der Bretagne. Abends nach dem Training trifft er sich meist mit französischen Freunden. Sein Vertrag bei Stade Rennes dauert noch bis 2006. Bei seinen jetzigen Erfolgen ist allerdings ungewiss, ob er den Bretonen bis dann erhalten bleibt. Warum etwas verloren, was so perfekt ist, oder er gemacht das nächste verloren? Man wird sich das sicher zweimal überlegen, ja. Aber es gibt halt Situationen im Leben, wenn man vorwärts kommt, dass man halt muss Entscheid machen, wo wehtun. Der derzeit erfolgreichste Schweizer Fußballspieler steht vor einem weiteren Karrieresprung. Der 26-Jährige hat in Frankreich gezeigt, wie man seine Chance packt und zum umjubelten Star wird.